Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zur Folge, keine Ahnung, auf jeden Fall Prüfung Nummer 3 in Chicory. Ohne Jenny, mit mir und deswegen wird es wahrscheinlich für uns alle die härteste Prüfung überhaupt. Ich erkläre euch gleich warum, wir werfen einmal einen Blick auf unser Selbstbildnis, was jetzt hier hängt. Da haben wir versprochen, dass wir uns das einmal anschauen wollen. Ja, hat uns Jenny gut getroffen. Wir wollen euch heute natürlich auch eine Folge noch hochladen, wenn Jenny unterwegs ist. Versuche ich mal mein Glück. Und Glück werden wir brauchen. Erstmal müssen wir natürlich suchen, wo unsere Prüfung stattfindet. Ich denke, hier oben und hier unten wird eine noch sein, denn hier war eine. Das heißt, man könnte irgendwie vom Nachtmaalwald, aber hier war das, glaube ich, alles immer relativ zu. Ich guck mal, hier könnte es reingehen. Ne? Und so. Ich immer hier hinten runter rein. Und seht's mir nach, ich bin ja auch noch nicht so. Ich meine, ich war dabei, aber ich war halt auch nur ein Pinsel. Warte mal, will ich hier hin? Das habe ich gerade erzählt. Ich will. Da dachte ich, könnte man. Da oben würde es doch gehen. Das haben wir auf jeden Fall uns schon mal geholt. Und jetzt hier irgendwie. Moment, wie geht's springen? So geht's, springen. Springen. Kannst du da nicht runter? Kann ich da so durchglibbern? Nee. Geht das? Hä? Auf der Höhenebene bin ich. Man kann doch einfach runter, oder nicht? Ist hier noch was? Nee, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Aber das hier ist doch komplett möglich. Es muss doch möglich sein, da hinzugehen. Jenny, hilf uns! Wie soll ich denn dann. Hä? Warte mal. Das kennen wir doch auch schon hier, oder nicht? Bin ich gerade. Ich komme hier hoch. Warum komme ich da hoch? Nicht, weil ich da hinten dann irgendwie durch möchte. Oh, okay. Ich frage mich. Irgendwie haben wir es geschafft. Okay, das sieht doch neu aus hier, oder? Es regnet. Jetzt könnten wir hier unten mal gucken. Wie gesagt, ich erwarte. Ja, warte mal, irgendwas anmalen. Brotkrumenspur legen. Okay, jetzt müssen wir natürlich Chicory vor allem finden. Ne? Warte mal, was ist. Höhenebene. Das ist oben. Was passiert hiermit? Aha. Aha, okay. Freunde, ich hab's doch. Kommt die von alleine runter? Ja. So. So, oder? Naja, na super. Hätte Jenny nicht schöner geschafft, finde ich. Wo sind wir jetzt? Okay. Wir folgen der Nummer mal. Zack, zack. Wie machen wir das? Oh shit, wie ging die Nummer? Oh shit, wie war das? Ne, genau, das ging nämlich nicht. Ah, hier ist nochmal so einer. Aha. Aber der ist ja auch unterhalb. Ach, hier komme ich hoch. Ach so, warte mal, jetzt. Jetzt nämlich, oder? Mit dem komme ich. Scheiße, wie geht das? Jenny springt dann immer so schief. Ah, wartet, 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 wartet. Das ist Zwischenpunkt, ne? Von dem auf den, auf den. Wobei auf den und dann zum Bereich, wenn ich das Päckchen gar nicht will. Ja. Zack, und jetzt können wir hier den nehmen. Ja. Ah, wo ist Chicory? Okay, der macht den so. In die Richtung wäre natürlich netter. Wie überqueren wir das hier? Ich kann einfach mal da runter, ne? Das ist eine Verbindung nach da, wenn ich von hier zu will. Okay. Schöne Klavierklänge. Was machst du? Du gehst hoch, okay.
Das machst du, gehst auch hoch. Okay. Ich meine, wir kommen vorwärts. Wir wissen noch nicht, wohin. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Auch so rum gedacht. Shit. Nein! Nein, 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 nein. Ich verwechsel. Wo ist Spring? Springen ist E. E, Leute. Warum geht denn noch ein höher? Hm. Ich muss jetzt echt auf den drauf springen, das. Das springe ich da rüber. Puh. Ah, das ist schick. Ja, perfekt, das richtig gemacht. Das wird ein Herz werden. Ganz kurz, Kaffee. Du hattest doch keine Lust, dich an irgendeinem netten Ort zu treffen, oder? Sage ich Pizza. Schon in Ordnung. Nee, warte mal. Sagt das jetzt doch Chico? Ich soll die Sprechblase machen, keinen Sinn für mich. Schon in Ordnung. Wir können uns ja ein anderes Mal treffen. Wenn du hier bist, dann geht es sicher um etwas Ernstes. Ah ja, stimmt. Wir haben letztes Mal ausgemacht, dass wir uns noch irgendwie auf ein Getränk oder so treffen, ne? Also, Chicory sagt, bei dieser Prüfung geht es darum, die Geschichte der Farbenkinder in Ehren zu halten. Du musst die besonderen Pinselblumen sammeln, die hier wachsen. Okay. So, was da? Habe ich nur eine Farbe? So, merken wir uns, wie die glitzernde da drüben. Die musst du gleich machen. Ich habe im Regenwald 5 Blumen gefunden. Doch für die Prüfung musst du mir nur 4 bringen. Oder gibt es bestimmt dann die Option, ne? Triff dich weiter vorn mit mir, wenn du sie gefunden hast. Okay. Wie kriege ich diese da oben? Aha. Komm wieder. Ah, ja, 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 ja. Nein, nicht. Warum gehen die ganz hoch? Zack. Zurück. Geht er noch weiter? Nee, okay. 1, 2, okay. Ach, ich muss sie. Oh, da muss ich sie anmelden, okay. Es war Shit, es war Q. Es war E? Es war E. So, noch 3. Oder 4, wenn wir Chicory es gleich tun wollen. Okay, aber es geht ja nur in diese Richtung weiter. Das ist interessant, wenn man als der Hauptspieler quasi ist, ändert sich die Pinselfarbe nicht. Die Pinselgröße. Übrigens, nette Palette, oder? Mhm. Okay, sehen wir eine Blume. Vergessen, wie die aussehen. So ist das zwar keine, nein. Also was machst du? Du gehst da rüber, du gehst auch da rüber, du gehst nach da, du gehst nach da. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal. Achso, shit. Moment, das ist doch gedacht wahrscheinlich. Aha. Ah, je nachdem, welche Seite man anmalt. Das ist doch ein Jump, den muss ich so nehmen, oder? Und dann mich so rüber. Ah, das heißt, dementsprechend kann der nach vorne, der kann aber auch nach da. Oh, war ja. Okay, gucken erstmal. Ja, genau, weil hier sehe ich doch, dass ich dann da oben ankomme. Ich kann aber auch noch da. Okay, wir gucken erstmal nach rechts, weil wir das gerade gesehen haben. Bringt mich das hin? Okay. Ah, ich muss ums Eck, glaube ich. So. Ne, warte, was macht. Ah ja, doch, 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 oder? Aber was hilft mir das? Ah, er kann. Okay, der kann auch nach oben. Dann komme ich so hoch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab's verstanden. Geht's noch höher? Ja. Genau. Und dann können wir nämlich auf den Weg zurück nach da. Oh, gefällt mir. Gefällt mir. Jetzt natürlich Angst angebracht, hier runterzufallen. Okay,
Okay, es bringt uns hier hin. Okay, den kann er eh nicht. Das heißt, er will dann gleich so, so. Warte, warum bin ich jetzt hier ganz oben? Und wo möchte ich hin? Also ich kann gleich, wenn ich hier runterspringe, kann ich mit dem nach da. Ist der aber nicht auf einer anderen Höhenebene? Der bringt mich rüber, dann komme ich ans Geschenk, oder? Für Jenny. Nope, wir holen keine Geschenke mehr. Das war's, Freunde. Heieieiei. Warte mal, wie war's? So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ey, warte doch mal, aber jetzt ganz in Ruhe. Warum will ich denn da hoch? Ich könnte jetzt runterspringen. Ach shit, ich könnte. Ach, man kann hier einfach hoch. Die ganze Zeit. Okay, aber dann kann ich das und das machen. Aber der kann nur in die eine Richtung. Da komme ich nur ans Geschenk mit. Achso, der kann in die andere Richtung und der bringt mich rüber. Okay, das heißt, die zwei sind fürs Geschenk und die scheißen wir jetzt natürlich. Genau, der bringt mich jetzt nämlich. Ne, andere Richtung einmal. Danke. Voll nach da. Der bringt mich nach vorne und so. Einfach rüber oder laufen? Komm ich jetzt zwei nach vorne. Geht's doch weiter? Nein. Ein bisschen Angst vor dem Jump, muss ich sagen. Das geht doch nicht. Wo bin ich? Da. Stark. Kaffee. Nochmal der Tasse. Okay. Sollen wir hier runterspringen? Was war da oben aber noch nach links? Hier war doch noch, ging doch noch der Weg weiter. Jetzt bin ich unschlüssig. Oh, hier könnte man hier nicht runterschwimmen einfach. Ach, guck mal, dann kommt man da auch direkt zur Chicorée, okay. Wir gucken uns nochmal die andere Richtung an. Oh, wehe, wir müssen am Ende was malen. Hier wollte ich dann auch gucken, was da ist. Aber hier kann ich doch jump, jump rüber. Das ist bestimmt der Wahnsinnsschatz. Ja, man muss einfach nur einmal irgendwas drücken, ne? Ja. Das ist ein schönes Ding. Sehen wir was? Was wir wollen? Nee, ne? Wir können nur hier. Einmal checken, was die Optionen sind. Ja, aber der Jump hier, das geht doch nicht. Warte, das ist. Das ist eine andere Höhenebene hier, oder? Und das ist aber, ist das hier und das hier ist die gleiche, ne? Das hier ist immer die gleiche Ebene. Das scheint mir irgendwie anders, egal. Aber wie komme ich denn... Das ist ein Jump? Okay. Jenny will ausrasten, wenn sie sieht, wie viele Zeuge hier liegen lassen. Das ist natürlich den Müll, ey, ey, ey. Den Müll liegen lassen, das ist natürlich wirklich nicht die feine... Feine Art. Okay, ich kann nur weit oder... Ach, fuck mit den Wolken. Wie ging das denn jetzt nochmal? Okay. Ich muss denn wieder runter, oder? Hallo, oder? Ups, ja gut, ich hätte sie natürlich auch anmalen sollen vorher. Auch mal eine andere Farbe. Hä, hey, aber wie komme ich denn wieder rein? Ich weiß noch, dass Jenny ja auch so krass geflucht hat. Dann von der, aber... Kommt man die nicht so gut ran? Und wie kommt man denn... Okay, Theorie. Diese Wolken sind dafür da, um hier hinzukommen. Diese Wolke ist dafür da, um hier hinzukommen.
Und deswegen kann ich nämlich hier auch noch einen weiter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So nämlich, Freunde. Ah, genau, weil das jetzt eine andere, ganz andere Höhengeschichte hier ist. Ich gehe sogar hier den Weg zurück. Da, tu es. Ist nicht ganz klar manchmal, wie es funktioniert, offensichtlich. Stecken wir es mal ein. Ein sehr hübsches Outfit, wie ich finde. Okay, was war das jetzt? Die dritte? Es geht doch ganz gut voran hier. Können wir einfach schwimmen, oder mich? Das kühle, nass. Huch! Moment, hier haben wir angefangen. Wir wollten zu Chicory, ne? Ey, wie geil das ist mit dem Mauszeiger. Wup, 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 wup. Also, wie sagen. Warum muss ich Blumen sammeln? Wird es meine Verbindung mit dem Pinsel wirklich verbessern? Aber wir werden sie später für etwas brauchen. Ich möchte dir die Überraschung nicht verderben. Wir sollten es aber richtig angehen, nichts überstürzen. Okay. Okay, würde es weitergehen, aber wir gucken erstmal. Aha, komm wieder zurück. Okay, wenn du 4 gefunden hast. Also hier. Weiter. Okay, hier können wir hoch. Wir können natürlich auch das Wasser hoch, ne? Also das würde auch eine Möglichkeit sein. Dann fangen wir mit dem naheliegendsten an. Ich habe als Kind Blumen gepresst. Also in so ein Büchlein. Okay, hier ist nur der Wasserfall. Ist das eigentlich... Ist der letzte Wasserfall der richtige, oder? Wenn ich das hier richtig sehe. Aber hier ist doch nichts. Aber warum ist es dann da? Können wir das ausfüllen einmal komplett? Da sieht man ja auch immer was verbunden. Das ist doch nicht verbunden hier. Hier geht's durch, aber hier komme ich ja gar nicht rein und auch nicht hoch. Das ist nur da, um mich zu... Interessant. Wo bin ich gerade? Okay. Ah ja, den Move habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Wir merken uns, dass wir da oben weiterkommen. Wir gehen erstmal hier. Zack, zack, hoch. Und da haben wir den nächsten. Das ist schon die letzte Blume, ne? Aber wir gucken natürlich, ob wir noch ein paar mehr finden können. Moment mal. Ja, okay, ich bin gerade auf einer anderen Höhe, ne? Aber das schaffe ich ja. Okay. Ich bin eigentlich dachte, ich muss nach vorne springen, wo offensichtlich sind die zusammen. Ey, es geht ja ruckzuck. 18 Minuten gespielt, schon alles geschafft. So, jetzt ziehen wir aber natürlich noch mit Chicory gleich. Denkt immer an dieser Stelle dran, was würde Jenny tun? Jenny will versuchen, hier hochzukommen. Aber sie kann es nicht. Das ist bedauerlich. Hey, nee, warte mal, bin ich dumm? Komm ich da hinten durch? Aha! Dachte ich mir schon. So, da ist der Preis. Nein, nur der Preis wird eingefärbt. So. Das haben wir noch nicht benutzt. Wo wollen wir hoch? Da geht's hoch. Es ist echt geil, mit dem dicken Pinsel die ganze Zeit hier rumhantieren zu dürfen. Bringt mich nach da. Aber ich bin relativ niedrig, oder? Warte mal, schaffe ich das hier? Natürlich nicht. Ich komme nach ganz vorne. Okay, müssen wir uns hier so ein bisschen orientieren. Mit dem komme ich dann darüber, oder was? Und mit dem komme ich
Ja. Den komme ich vielleicht dahin. Also der, okay, warte. Der bringt mich ultimativ hier hin. Das können wir schon mal confirmen. Ich checke jetzt nicht ganz, auf welcher Höhe ich mich hier befinde. Und wie ich diese andere... Weil ich bin jetzt ziemlich tief. Wie soll ich denn überhaupt hochkommen? Ah, vielleicht damit. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt komme ich dahin. Hier geht's zum Geschenk. Wir holen uns aber erstmal... Ah ne, warte mal. Aber dann würde das ja auch einfach nur gehen. Das ist aber auch... Ich denke, das ist zu kompliziert. Wir sind einfach nur sehr, sehr hoch. Ist das jetzt ausreichend? Ich bin noch skeptisch. Shit. Wo bin ich? Oh oh. Okay. Oh oh. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, wieder im Lot. Weil das ist doch diese Höhenebene hier. Und ich will aber noch eine höher, also müsste ich eigentlich den hier machen, ne? Ja. Stark. Chicorée, hä? Fünf, sagst du, ja? Wo ist die sechste? Kann man eine sechste finden? Ich sehe nicht die Option. Aber jetzt könnte ich doch eigentlich... Das schafft man nicht, ne? Ist schon so gedacht, dass ich jetzt hier den Jump mache. Und mir hilft, den vorher so ranholen muss. Das ist doch gemein, ich wollte hier landen. Aber da sagt das Spiel nein. Also ein hoch und nach vorne. Dann auf nicht. Okay. Hoch nach vorne. Jetzt sind wir auf der Ebene. Vielleicht so. Der muss zwei nach vorne, soweit es geht. Das kann man, schafft man noch nicht. Doch, okay. Jetzt so. Nicht, weil ich das Zeug will, aber weil ich beweisen möchte, dass ich es kann. Und deshalb tragen wir das und wir tragen es mit Stolz. Scheiße, wir können uns customizen. Keine Ahnung. Da. Entschiften. Was ist das? So. Halstuch wird Jenny nachher sagen, du hast jetzt genau meins getragen. Habe ich. So, jetzt können wir hier runter, oder? Auf zu Chicorée. Und ja, wir haben nicht alles mitgenommen, was wir hätten mitnehmen können. Gebe ich zu. Nicht schlecht. Du hast all diese Pinselblumen, die du brauchst. Ich nehme sie, okay? Wir treffen uns weiter vorne. Es gibt etwas, das du sehen solltest. Okay. Ach, shit. Muss ich da reinspringen, reinlaufen? Einfach, wie geht das? Ich weiß es nicht. Man, die kommt doch jetzt hier runter auf meine Höhe, ne? Aha, okay. Okay, da geht's nach Geschenk City. Nämlich. Und dann komme ich aber hier wieder zurück. Nehmen. Der bringt mich da hoch, wenn ich. Also, falls man runterfällt. Bleiben erstmal. Are you fucking kidding me? Ich wollte hier hin. Das heißt, ich muss jetzt den Krams nochmal machen. Boah, ich muss jetzt echt alles nochmal machen, was? Ja.
runter, rein, hoch, links, shit. Deswegen, liebe Leute, holt man sich die Geschenke nicht. Weil die nerven. So, jetzt. Na, Müll. Okay, ja, den nehmen wir dann schon mal auch durchaus mit. Okay. Wenn wir von da gekommen wären, hätten wir die Kugel. Mit dem wollen wir wahrscheinlich hier Sprengungen vornehmen. Und das kann man ja hier mit diesen Blumen dann machen. Einfach hier runter. Rum hoch oder was? Warum darf ich überhaupt hier hin? Was bringt mir das? Achso, das will ich auch. Ah, das will ich auch sprengen. Moment mal. Ich kann aber einfach mit der hier hoch. Hm. Oh Gott, ich weiß, wie Jenny immer gelitten hat mit den Scheiß. Oh ja, 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 ja. Es macht keinen Spaß, sie zu bewegen. So. Ein bisschen. Ganz viel Gefühl jetzt hier durch die Geschichte. So, und jetzt ich und die Kugel da drauf, oder was? Aber warte mal, dann male ich die doch an. Dann explodiert die doch. Wir sprengen das jetzt einfach mal, weil wir es können. Aha, und das ist ein Geschenk, toll. Okay, eigentlich möchte ich es... Ah, okay, ich verstehe. Ich muss die Kugel hier hochkriegen. Dann hier runter. Warum ist das da? Weil dann kann ich da einfach rüber. Und dann geht's weiter. Wozu bist du da? Ah, du bist dafür da. Zack, zack. Ist das ein alternativer Weg oder muss ich diesen? Ich vermute fast, dass ich diesen Weg gehen muss, deswegen. Ja, wir holen uns das Geschenk natürlich noch. Oder habe ich es gerade eingesammelt? Ist ein bisschen lästig, dass man die halt hier so festfahren kann. So ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst. Ach, Moment, aber fällt die denn runter? Die kann ja gar nicht hoch. Na, warte mal, ich kann hier aber auch den Weg gehen. Was hilft mir das? Also final sprengen wir die Dinger hier mit der Kugel. Das ist unser Endziel, ne? Aber ich kann natürlich nicht mit der Kugel da hoch. Das heißt, die Kugel hat eigentlich nur die Option, von hier zu kommen. Ach so, ich muss von der anderen Seite sprengen. Shit. Bin ich doof. Ganz viel Feingefühl jetzt. Zerreißt es uns auch. Genau, jetzt können wir aber so hier rüber. Das heißt, das hier oben ist echt nur Jux und Tollerei. Nein. Oh, er könnte auch gehen, ne? Ja. Zack. Zack. Rüber, rüber, rüber. Ja, ich habe Angst, die Kugel anzumalen. Oh, oh. So, sagen wir weniger... kompliziert als nötig. Aber ist okay. Eieiei, okay, wenn ich das sehe, brauche ich erstmal einen Schluck Kaffee. Was hier unten los ist? Hier einfach unten rein und hoch, oder was? Brauchen wir einen größeren Booster hier. Okay, das ist Chicorée. Ja, gut, dann gehen wir zur Chicorée. Wunderschön, oder? Also es gibt eine alte Geschichte, das vor langer, langer Zeit,
dieser Riesenbaum spontan hier aufgetaucht ist. Und genau jener Zweig, der jetzt fehlt, das war der Pinsel. Oh, das ist schön. Hier ist er entstanden. Und hier wurde jemand zum ersten Farbenkind. Die Pinselblumen wachsen nur an diesem Baum. Also für diese Prüfung müssen wir die Pinselblumen finden, die woanders gesprossen sind. Und sie dann wieder hier einpflanzen. Wo können wir die jetzt hier einpflanzen lassen? Du kannst sie über dein Dekor-Menü platzieren. Pflanze sie alle auf diesem Bildschirm hier. Wenn du damit zufrieden bist, wie du sie arrangiert hast, sag mir Bescheid. Scheiße, Dekor-Menü. Pinselstile, Sammlung, Karten, Oh damn. Oh damn. Ich tu mal. Nein! Was ist das Dekor-Menü? Hier sind nur die Bewegungen, ne? Stile, Pinselgröße, Pinselfarbe. Aber hier ist das nicht dabei, oder? Pinselstile, unsere Sammlung. Ach, da ist Dekor. Garten. Hey, ich hab doch 5. Naja. Kann man die irgendwie schön arrangieren, oder? Und wir setzen einfach hier diese Reihe fort. Und die kommt noch hier so hin. Wartet, die kriegt diese Farbe, die kriegt diese Farbe, die kriegt die Farbe. Chicorée! Sind deine Blumen auch hier? Ja. Die meisten Blumen wurden hier von ehemaligen Farbenkindern gepflanzt. Doch an meine eigenen erinnere ich mich immer noch. Ich fand das alles damals so aufregend, ganz am Anfang. Ich wollte das beste Farbenkind aller Zeiten sein. Aber dann, als ich diesen alten Baum sah und all die Blumen der Farbenkinder, da dämmerte es mir. Ich spürte die schwere Last all dieser Leute, deren Erbe ich angetreten habe. Es war nicht genug, die Beste sein zu wollen. Es war eher so, dass ich die Beste sein musste. Um ihrer aller Willen. Das ist eine schwere Last. Ja, von Anfang an, das ist natürlich eine Menge. Naja, Chicorée, wenn es wirklich so wichtig ist, dieses Vermächtnis hochzuhalten, dann weiß ich nicht, ob ich die richtige Person dafür bin. Vielleicht wäre es mir damals besser ergangen, wenn ich mich diesen Prüfungen nicht gestellt hätte. Ich hasse dieses Vermächtnis. All diese Erwartungen. Sie haben mir so viel genommen. Und es hat sowieso nie etwas bedeutet. Man muss gar nicht irgendwas sein. Du kannst nämlich auf deine eigene Weise, Art und Weise großartig sein, Pizza. Lass nicht zu, dass irgendein blödes Vermächtnis Macht über dich hat. Dem ist nichts hinzuzufügen. Na gut, ich habe meine Blumen gepflanzt. Zufrieden? Ja. Ich bin bereit. Nice! Das ging erstaunlich flott. Und gefühlt habe ich mich gar nicht so blöd angestellt. Gut, wir hätten jetzt noch nach dem ersten Farbenkind fragen können. Naja. Wobei ich dachte, das hätten wir das wohl nicht mal thematisiert. Nee, ne? Scheiße. Egal. Prüfungen des Farbenkindes 4, Kapitel 9. Erwarten wir euch dann in der nächsten Episode dann ganz garantiert und versprochen wieder mit Jenny zusammen, aber gut, wir lesen hier noch kurz. Die Pinselblumen, die du gepflanzt hast, sie werden für immer an diesem Ort bleiben. Oh, das stimmt. Du hast eine zusätzliche Blume gefunden, nicht wahr? Ja! Gut, dass wir das nochmal thematisieren. Darf ich die jetzt auch pflanzen? Die kannst du behalten, okay. Pflanze sie hier ein, wenn du möchtest. Du kannst sie aber auch woanders pflanzen. Jedenfalls, gut gemacht, Pizza. Du hast soeben deine dritte Prüfung des Farbenkindes abgeschlossen. Jetzt bleibt nur noch eine. Und dann, ehe man sich versieht, ist es schon Zeit. Zeit, sich dem Makel im Turm zu stellen. Wie fühlst du dich, wenn du daran denkst? Ich habe ein wenig Angst, um ehrlich zu sein. Verständlich. Ich habe viel darüber nachgedacht, was wir tun sollten, wenn das hier alles vorbei ist. Doch es ist wahrscheinlich noch zu früh, da ins Detail zu gehen.
Ich warte bei der letzten Prüfung auf dich. Wir sehen uns. Theorie an der Stelle mal eingeworfen. Vielleicht gehört das alles quasi zur... Vielleicht ist auch dieser ganze Makel Teil der Prüfung und wir waren von vornherein ausersehen, Farbenkind zu werden. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber nur mal als Gedanke reingeworfen. Aber ich würde sagen, die letzte Pinselblume behalte ich mal für Jenny im Inventar. Da kann die sich derer annehmen und sich überlegen, wo sie die pflanzen möchte. Ganz schwere Idee, dass wir hier hin müssen nächste Folge. Entweder gehen wir über die Futterhöhlen dann. Weil hier schien... Ja, wir könnten mit der Bank irgendwie... Ich würde wahrscheinlich hier gucken, dass wir... Ja. Diesseits der Futterhöhlen dann über die Brücke und dann hier scheint es da durchzugehen oder noch da. Dass sich hier irgendwie das letzte... die letzte Prüfung verbirgt. Liebe Leute, das war's. Eine Folge mit mir. Nächste Folge wieder mit Jenny. Dann die letzte Prüfung und dann vielleicht auch schon das große Finale, wenn wir gegen den Makel angehen müssen. Gefällt mir sehr. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.